Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within 2. Schön, dass ihr dabei seid. Ich check jetzt nochmal kurz die Werkbank ab, denn ich glaube, ich habe... nee. Leider nicht genug Waffenteile. Und ich habe mich hier fast verlaufen. Wir gehen erstmal wieder zurück durch den Spiegel. In der zweiten Folge hatten wir ja die abgesägte kleine Schrotflinte in dem Waffenarsenal gefunden. Wir müssen leider hier die Location verlassen und die schöne Musik des Spiegels hinter uns lassen. Wir gehen jetzt wieder raus in das kleine Städtchen Union. Und dann checken wir erstmal weiter die Gegend ab. Ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt entweder mir die Hüterarmbrust schon hole, die Nebenmission mit den Abtrünnigen schon anfange oder vielmehr starte oder dann auch beenden werde. Oder ob ich zur Hauptmission gehe. Aber okay, die Würfel sind gefallen. Ich werde erstmal gar nichts davon machen. Ich werde jetzt erstmal hier ein wenig die Gegend abchecken. Noch ein paar Untote hier oder verrückte Zombies klar machen. Mir noch die eine oder andere Statue holen. Um natürlich ein paar Leichenschrankschlüssel mir noch zu sammeln. Die Axt ist voll. Drei Leichenschrankschlüssel habe ich ja in der zweiten Folge gefunden und am Ende der Folge natürlich auch verwendet. Leider waren da keine tollen Gegenstände mit bei. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in diesem ersten Abteil dieser kleinen Stadt insgesamt 7 Leichenschrankschlüssel. Und ich muss mal kurz überlegen. Da vorne ist einer, noch ein zweiter. Da hinten ist noch ein dritter. Damit kommen wir auf 6 und der 7. ist da hinten bei der Tankstelle, genau. Ja, das habe ich mir gemerkt gehabt. Ich muss ja dazu sagen, und ich hatte sie auch bereits schon in der ersten und zweiten Folge erwähnt, dass ich das schon mal durchgespielt hatte. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und da habe ich mir echt einen Wolf gesucht, was diese scheiß Schlüssel angeht. Die sind auch manchmal an Ecken und Winkeln versteckt. Das glaubt man manchmal gar nicht. Irgendwas ist hier. Es kommt. Es kommt. Wände halten es nicht auf. Auch Türen nicht. Nicht hält es auf. Verstecken ist zwecklos. Es kommt. Ah ja. Diese Stimme klingt nicht wie die anderen. Es kommt. Es kommt. Nein, das klingt nicht wie die anderen Stimmen, Sebastian, das ist richtig. Also deine Auffassungsgabe ist ja besser als wie eine ausgequetschte Tomate, muss ich ja mal dazu sagen. Also im ersten Teil war er ja nicht das helle Leuchtchen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber hier. Ja, gut. Da war ich jetzt nicht weiter überrascht, denn das wusste ich schon, dass das passiert. Eigentlich kann man sich das auch denken, wenn man hier reingeht. Und ich hatte euch ja gesagt, Tod ist nicht gleich tot. Das ist hier nichts Neues. Ja, um den Satz und den Gedankengang eigentlich nochmal zu beenden. Ich weiß, was gemeint ist, was da in dieser kleinen Resonanz gerade gezeigt wurde. Dem versuche ich aber erstmal aus dem Weg zu gehen, denn darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Das machen wir dann ein andermal. Ich fasse es nicht. Wir haben schon 153 Schießpulver, ja? Oh, das kann sich echt sehen lassen, muss ich sagen. So, das Tor ist wieder zu. Ich muss ja auch gucken, dass ich jeden Häuserblock gründlich abchecke. Nicht, dass ich dann zu einem späteren Zeitpunkt hier nochmal langlaufen muss. Das wäre echt unproduktiv. Ja. Die nette Frau, die klettert da hinten rüber. Oh. Ah ja, okay, das ist ja mal ein bisschen Action jetzt. Hält er sich denn den Kopf da fest? Das gibt's ja gar nicht. Dann kann ich nicht zielen. Oh, Dicker! Mensch! Du warst aber auch in deiner Klasse im Sport der Beste, oder? So schnell, wie du warst. Sieht mich hier irgendwie noch irgendjemand? Das Augensymbol ist an. Die Gegend wird gescannt. Grabe ich jetzt nicht. Wo ist denn der einer? Hallo. Ich laufe auch extra für euch mit einer Lampe rum, ja? Naja, da hinten ist wieder die Witch.
schnappe ich mir auch noch. Ja, was wollte ich jetzt nochmal machen? Achso, die Statuen mehr oder weniger alle holen. Ja gut, das machen wir auch. Also in dieser Folge werde ich dann wahrscheinlich noch nicht die Hauptmission anfangen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Schon wieder ein Resonanzpunkt. Tasche für Pistolenmunition, okay. Ja, nee, das hatten wir schon. Sag mal, wo kommst du denn her? Okay, gut. Aus Schlumpfhausen wird es nicht sein, denn da lassen sie sich gar nicht rein. Wir haben schon wieder gut grünen Glibber zusammen, wie ich sehe. Genau, jetzt ist hier so eine Tasche, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, um die Reserve oder vielmehr die Gesamtkapazität von den einzelnen Waffen zu erhöhen, sprich die Munition, gibt es in The Evil Within zwei hier solche Taschen. Ich glaube jeweils so 3 bis 5 Stück, das kommt auf die Waffe an. Da könnte ich auch noch hin. Mir fällt gerade ein, habe ich den da vorne überhaupt gelootet? Ich glaube nicht, oder? Ich habe nur noch 5 Schuss, sehe ich gerade. Stehst du nochmal auf? Ja. Er war dabei aufzustehen. Ihr habt es alle gesehen. Er hat gezuckt. Ich konnte nicht anders. Es war Notwehr. Genau wie die Tussi hier hinten. Wow, 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 wow. Ich habe echt nur noch 4 Schuss. Oh, unbedingt eine Werkbank. Schon wieder eine Resonanz. Schrotmunition. Ja, nachdem wir sowas immer erfasst haben, werden hier natürlich diese ganzen Punkte auf der Karte dann auch mehr oder weniger angezeigt. Na, na. Unbekannte Resonanz, Frauenstimme. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht wissen. Achso, das war das, genau. Schrotmunition. Wie ich das hasse, das hatte ich schon im ersten Teil immer bemängelt. Jedes Mal diese Kartons, man denkt, ja yeah, geil, da könnte bestimmt was Tolles drin sein. Arschkarte, gar nichts. Hier, 1 von 3. Die Quote ist echt mies. Ja, genau wie diese Schubfächer. Also in den Schubfächern könnten sie ja wenigstens ab und an mal was reintun. Ah ja, okay, dann... Also so wie das Auto wackelt, würde ich jetzt auf eine Sache hindeuten. Da sind bestimmt 2 Leute drin, ein Junge und ein Mädchen. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann werde ich die mal nicht stören. Aber guckt euch das an. Da ist gar keiner drin. Oh. Hallo? Oh, wo kommst du denn her? Ach so, der hat da gewackelt. Na, ich war da gerade hier. War der da? Ja, habe ich gar nicht gesehen. Hm. Das Schweizer Allzweck-Armeemesser von Sebastian reißt alle Bretter aus den Angeln. Ihr habt's gesehen. Irgendwo ist hier noch einer. Hallöchen. Komm, Basti. Oh. Ja, keine Munition mehr. Okay. Müssen wir zur Schrot greifen? Komm mal her. Tut mir ja leid, aber... Es ging nicht anders. Ist der hier schon bereit, der Junge? Tatsache. Ja, so viel zum Schweizer Armeemesser, ja. Jawohl, eine Werkbank. Habe ich gesucht. Wer sucht, der findet meistens auch. Sogar bei The Evil Within 2. Waffenteile 150, das heißt auf jeden Fall, ich kann die Magazinkapazität von der Pistole wieder erhöhen. Und das Ding ist auch so, es ist, ja, nee.
Das Ding ist so, es ist hier so gemacht, wenn ihr was von einem bestimmten Waffentyp erhöht, dann wirkt sich das auch auf andere Waffentypen aus. Also sprich, wenn ich die Magazinkapazität von einer Pistole erhöhe, wirkt sich das auch auf eine andere Pistole aus. Genau genommen auch wie mit einer Schrotflinte und sowas. Das kommt dann im späteren Spielverlauf. Ich werde erstmal die Waffen hier Dings verbessern, ihr wisst schon. Oh, kann ich für nicht machen, habe keine hochwertigen Waffenteile. Das ist ja schade. Aber ich kann die Waffe auf kritisch bringen. Jedenfalls auf, naja, auf 30% kritisch. Das war ja vorher auf 1%. Hier wäre es 60%. Ja, das kostet dann natürlich immer mehr. Bei der Feuerkraft kann ich nichts reißen. Nachladegeschwindigkeit, das ist eigentlich Nebensache. Magazinkapazität von der Schrot auf jeden Fall auch mal erhöhen. Und dann werde ich mir noch Schuss herstellen. Na gut, benutzen wir die Schrot so oft? Ach komm, hauen wir einfach mal rein. Laden wir gleich mal nach. Das Geile ist natürlich hier auch, wenn ihr verschiedene Handfeuerwaffen und verschiedene Schrotflinten habt, später im Spielverlauf, das werdet ihr auch sehen, die gibt es natürlich auch, sonst würde ich das nicht erwähnen, dann könnt ihr diese einzelnen Waffen natürlich dann hier auch wechseln. Hier steht ja jetzt Viereck wechseln, dann habt ihr die Waffe und die Waffe. Ihr könnt natürlich auch in diese Waffe Munition reinladen und dann einfach wieder die andere nehmen. So habt ihr noch vorrätig Schuss in einer anderen Waffe. Das könnt ihr mit den verschiedensten Waffen machen. Das ist nur ein Tipp, den ich euch geben kann. Dies so zu machen, hatte mir auf dem vorherigen Spieldurchlauf das ein oder andere Mal auch den Arsch gerettet. Ah ja. Ich habe gedrückt gehalten. Was war denn das gerade? So, wir kommen jetzt auch, glaube ich, gleich zu der ersten Statue. Versuchen wir auf jeden Fall in der Folge noch die anderen vier zu holen. Mehr gibt es in diesem kleinen Gebiet von Union auch gar nicht. Ich habe da hinten, glaube ich, noch einen Häuserblock vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Naja, ist ja auch egal. Ah ja. Nee, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ja, das ist das Hauptziel. Aber hier war doch noch irgendwas anderes. Oder wurde das schon erfasst? Ich weiß es gar nicht. So, hier könnte man auch leicht übersehen. Guckt euch das an. Die schöne Statue. Und mal wieder ein paar Kisten. Okay, die Schlange erstmal zu breit. Oder zu breit, sind wir nicht zu breit. Oder wir hauen sie breit. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch toll. Oh. Dank des Grafikfehlers. Hm, was könnte da wohl drin sein? Hm. Bestimmt keine Zombies, oder? So. Und der hatte leider nichts. Der war wirklich tot. Bevor ich das hier mit etlichen Leuten zu tun habe, werde ich hier... ja... War das? Ist die Alte jetzt nur mal hin oder nicht? Ja, irgendwie war ja eine Autohupe zu hören. Ja. Die Jungs da in dem Laster schalte ich erstmal aus. So, na dann kommt mal raus zum Spielen. Hallöchen. Oh, ihr seid aber schnell. Und das war nicht meine Absicht. Kann ich euch auch auf einen Haufen irgendwie... Oh,
Was ist denn hier mit der Flasche? Hallo, Basti, was soll denn das? Naja, Digga, du musst ja gar nicht maxen rein. Oh, scheiße. Oh. Ja, das wollte ich eigentlich machen. Genau. Ich wollte so viel wie möglich mit einem Schuss treffen. Deswegen habe ich mir das Spielrenzchen hier gerade angetan. Nicht, dass er denkt, was macht er da? Rennt er wie ein Idiot im Kreis? Nee, das hatte alles einen Sinn und einen Effekt, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Man kann die Leute auch gar nicht mehr so richtig zerlatschen wie im ersten Teil, ist mir gerade aufgefallen. Ich hätte die am liebsten jetzt irgendwie auf den Kopf getreten oder sowas dergleichen. Das Toll ist alles voll. Nee, Basti, lad mal nach. Komm. Genau. Wir wollen noch die Schrotschuss hier mitnehmen. Oh, ich habe so einen Durst. Ich gehe jetzt... Oh, der blendet aber echt doll, oder? Gib was zu trinken. Okay, grünes Gel nehme ich auch. Ey, ich möchte eine Coca-Cola Light haben. Habt ihr die auch? Wie viel kommen denn da raus? Na? Nee, das war's. Okay. Naja, gut, egal. Ach ja. Weil ich diesen Güterwaggon da hinten sehe, renne ich da gleich mal hin, denn ich habe euch ja gesagt, wir brauchen diese Statuen. Und hier gibt es auch eine. Ich werde noch nicht direkt in den Güterwaggon reingehen, denn ich muss woanders hin. Ich werde nur versuchen, durchzukommen. Mann, dieses blöde... Ich hau einen Karton kaputt und da ist nichts drin. Das kotzt mich echt an. Hier ist irgendwo ein Resonanzpunkt, kann das sein? Nee. Warum würden wir es da oben angezeigt? Ja, gut. Um die alte kümmere ich mich später. Mir geht es jetzt eigentlich wirklich nur schnell um die Statuen. Da ist er, genau. Ich hatte euch ja gesagt, mir fällt das sofort ein, wo die Dinger sind, wenn ich den Ort sehe. Weil so oft, wie ich nach den Teilen gesucht habe, und da ich ja mit meinem Elefantengedächtnis das mir total gemerkt habe, weiß ich auf jeden Fall, wo die Dinger sind. So, mit den zwei, die wir jetzt haben, mit den drei aus der letzten Folge haben wir jetzt fünf. Und ich hatte ja, glaube ich, gesagt, es gibt sieben Stück, ja. Und da hinten sind die anderen beiden, da gehe ich jetzt auch gleich mal hin. Hier drehen auch noch ein paar Jungs am Rad. Hallo. Naja gut, wenn ich schon mal hier bin. Das kann ich auch. Ach so. Ach, die sind am Buffet. Naja, dann will ich euch nicht mal stören. Es ist ja 12 Uhr mittags, ne? Also Mittagspause könnt ihr noch in Ruhe genießen. Scheiße, wo waren das? Mir fällt da nämlich gerade noch was ein. Es gibt nicht nur diese Leichenschrankschlüssel, es gibt auch, ja, wie soll ich das am besten sagen? 8 verschiedene anderweitige Sammelobjekte. Hallo. Und ja, die sind natürlich auch hier versteckt. Es gibt eins jetzt hier in dem Laster, eins gibt es da hinten in dem Güterwaggon auf irgendeinem Sitz, glaube ich, war das. Ja, und die anderen, weiß ich nicht, müsste ich mir jetzt aus dem Handschuh ziehen, also keine Ahnung. Wenn ich die Stelle sehe, weiß ich auf jeden Fall, was da ist, aber ich kann es euch jetzt nicht erklären und ich will jetzt auch gar nicht so wirklich spoilern, zumal kann ich euch die Gegend jetzt gar nicht genau beschreiben. Aber auf jeden Fall gibt es hier etwas. Da haben wir es auch schon. Mysteriöse Maschine, du hast das Gefühl,
das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du, es in deinem Zimmer aufzubewahren. Und mit dem Zimmer ist natürlich das Zimmer von Sebastian gemeint. Diese Teile stehen natürlich auch unter dem Bild von... dem gemalten Bild von Lily Castellanos. Aber die Jungs gehen mir jetzt hier auf den Sack. Die machen viel zu viel Krach. Die haue ich jetzt weg. So, mal ganz leise die Tür aufmachen. Habt ihr hier noch Platz am Tisch in der Kantine, Jungs? Anscheinend nicht. Aber hier war da unten eine alte... Na, ist egal. Ich mache erstmal den Hebel. Zack. Genau. Somit ist das Tor da hinten noch auf. Das mache ich aber ein andermal. Na, auf jeden Fall, Basti. Das klappt. Sicherlich klappt das. Oh, scheiße. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr zurück. Hm. Naja, gut. Dann machen wir jetzt hier noch den Hof klar. Na, kann ich da noch Schrot mitnehmen? Ich sage ja, ein Hoch auf die Magazinkapazität. Ja, wir brauchen unbedingt die Tasche für die Schrotmunition. Wo sind die denn? Ach, da hinten ist die Verrückte. Stehst du nochmal? Oh ne, du stehst nicht nochmal auf. Hier laufen noch einige rum, ja? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Na? Boah, ich wollte gerade ausweichen. Lass das mal bitte. Das war nicht nett von dir. Oh. Naja. Nee. Warte mal. Am ungünstigsten Zeitpunkt die Waffe nachgeladen. Na toll, okay, jetzt hat aber geklappt. Scheiße, jetzt fehlt mir schon wieder Munition. Hier oben liegt auf jeden Fall was auf dem Van drauf. Hast du Pistolenmunition? Bitte, bitte, bitte. Ich habe keine Werkbank in der Nähe. Na geht doch. Ast rein, danke, Kumpel. Mir fällt gerade ein, ich hätte eigentlich auch so eine Art Sammel-Location-Video für euch machen können, ja, mit den einzelnen Fundorten der Statue. Also, falls einer von euch diese Statuen da genau sammeln möchte, ich hätte das auch im Einzelscreen zusammenschneiden können. Fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht mache ich das sogar noch. Ich weiß ja, wo die sind, aber ich glaube auch im Internet, wer ein wenig clever ist, hat die im Internet eh schon gefunden. Da gibt es auch einige Videos, unter anderem von PowerPix. Möchte sagen, der hat das auch gemacht. Der macht immer so eine Sammelvideos. Und der bringt die auch ziemlich schnell raus, ja? Auch wenn das Spiel dann schon draußen ist. Ja, Resonanzpunkt, ich weiß Bescheid. Tasche für Pistolenmunition wurde protokolliert. Alles klar, das ist toll. So, in das Lagerhaus gehen wir auch noch nicht rein. Auf jeden Fall hätten wir erstmal hier die ganze Gegend gesäubert. Das fetzt schon mal. Was liegt denn hier noch rum? Ach, eine Flasche. Nee, ich muss mal kurz was abchecken. Mir fällt gerade was auf. Nee, das war das Falsche. Ja. Nee, das war das Richtige. Nee, es war auch das Falsche. Das wollte ich wissen. Sicher gar nicht. Verdammt, wie rufe ich denn das ab? Nee, auch wieder falsch. Ja. Mhm. Nee. Wichtiger Objekt. Ach so, ja, ich habe, warte mal, ich habe jetzt zwei, ich habe drei in der letzten Folge. Da hinten ist noch eins, da ist noch eins. Nee, es gibt acht Schlüssel. Es gibt acht Schlüssel in dem Teil von Union. Ich hätte fast einen übersehen. Ja, ja.
Resonanzpunkte. Ne, das hatten wir schon. Ne, da gehe ich jetzt auch noch nicht rein. Das mit den Häusern und was da so ein bisschen stattfindet an Nebenquests und alles dergleichen und Pipapo, das mache ich ein andermal. Will ich das einfach hier nur noch rumflitzen? Und mir die Schlüssel holen. Einer ist auf jeden Fall da hinten, das weiß ich. Einer war hier hinten in der Ecke. Ach, da liegt auch wieder nur eine Flasche. Die Flaschen sehen natürlich auch aus wie Schießpulver, ja. Kann ich das Kraut von hier auch looten? Vielen Dank, dass es so umständlich gemacht worden ist. Naja, das Teil. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich nenne immer Stinker, weil es sieht so aus, als ob er stinkt. Ja, also wegen dem Gas da oder Nebel, whatever er da auch um sich hat. So, guckt euch das an. Hier haben wir wieder eine Statue. Genau. Der Stinker. Wir machen jetzt erstmal hier die Tür auf. Hoffentlich hat er uns noch nicht gesehen. Mach die Tür auf. Achso, na, er ist ja auch ein Klon, ja. Er ballert da an der Tür in der Hoffnung, er kommt da raus, aber das ist nicht wirklich der Fall. So, jetzt ist hier mal genug Ruhe im Karton. Die Nachbarn wollen schlafen, machen hier so einen Krach. Aber ich glaube, hier ist auch eine Werkbank gewesen, oder? PG-Munition. Was für Scharfschützengewehr, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, genau, hier war noch eine. Was war denn hier? Untersuchen. Wieder einer vom Möbius-Team. Möbius-Kommunikator-Protokoll. Ersatzteile. Kommunikationsprotokoll auf dem Kommunikator gefunden. Keating, wir sind auf dem. Ah, nee, komm, nee, das fange ich jetzt nicht an. Ich lese jetzt hier nicht zwei verschiedene Personen. Das mache ich nicht. Ich wollte gerade anfangen, aber dann habe ich es sein lassen. Teile fürs Präzisionsgewehr, Ersatzteile für Präzisionsgewehre. Wenn es hier Teile gibt, muss auch irgendwo ein Präzisionsgewehr sein. Ach nee. Waffenteile. Aber die sehen anders aus. Wie für ein bestimmtes Gewehr. Definitiv, Basti, das werden wir uns auch holen. Aber wir werden uns erstmal nochmal Munition herstellen. Denn wenn wir eins haben, dann ist es Schießpulver. Verdammt, ich habe es vergessen. Habe ich ein hochwertiges? Nein, habe ich nicht. Feuerkraft. Ah, da komme ich wieder nicht zum Kritischen darunter. Oh, 105%. Nee, komm. Das können wir uns auch knicken. Das heben wir uns auf. So, jetzt werden wir den Stinker hier erstmal wegballern. Leider habe ich das ein bisschen anders gemacht. Als wie ich das im vorherigen Spieldurchlauf gemacht hatte. Und zwar, da hatte ich schon das Präzisionsgewehr. Oh, verdammte Scheiße. Stinker! Nee, 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 nee. Das darf jetzt hier nicht passieren. Knall dir mal einen Erste-Hilfe-Koffer rein, Basti. Oh, war der knapp. Habt ihr das gesehen? Ey, Jungs! Macht man hier so einen Stress? Komm ich auch. So, ich habe eine Axt gehabt. Mist, die hätte ich auch für den Stinker nehmen können, oder? Seht ihr das genauso? Ah ja, gut, der hat jetzt einen Kopf verloren. Achso, das war ich mit der Hupe. Tut mir leid. Jetzt ist der Idiot hier von wach geworden, oder wie? So, das war der letzte Schuss. Wie viel gibt denn der nochmal? 1500? Ist ja auch echt mau, ja? Also die Witch gibt 1200 im Vergleich zu dem, weil der ja stinkt, finde ich, könnte auch mehr Gel rausrücken, davon mal abgesehen, aber das ist nur meine Ansicht der Dinge. Und er stinkt ja nicht nur, er macht ja auch einen heilen Krach.
Und es ist kein schöner Krach, davon abgesehen. Ja, und dafür nur 1500 Gel? Na, ich weiß ja nicht. Oh, was man doch nicht alles in so einer tollen Tonne findet. Zungenbrecher. So, jetzt haben wir die Statue da hinten. Zwei sind jetzt noch im Spiel. Da hätte es mich doch fast dahin gerafft, ja? Ich hau mir mal noch eine Spritze rein. Die volle Dröhnung, wir haben ja drei. Oh yeah. So, falls jetzt hier Donner einer kommt und wir irgendwie anders irgendwie eine kassieren, dann sind wir auf jeden Fall nicht gleich breit. Wie ihr merkt, ich spiele The Evil Within auch ein bisschen anders, ja. Als andere Let's Player wahrscheinlich. Mal erstmal den Hydranten kaputt. So. Stehst du nochmal auf? Wahrscheinlich nicht. Hast du Gel? Naja, aber Schießpulver. 9 Stück? Mensch. Was hast du denn damit vorgehabt? Aus? Oh, schon wieder Schießpulver. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Was hat er jetzt noch da am Start? Schrotmunition. Immer her damit. Schockbolzen. Dieser Armbrustbolzen erzeugt elektrischen Strom, der von Gegner zu Gegner überspringt, die daraufhin betäubt und manchmal zu Boden geworfen werden. Du kannst damit auch auf defekte Verteilerkästen oder Wasserpfützen schießen, um besondere Umgebungseffekte zu erzielen. Schockbolzen können durch Kombination und Sicherung und Schießpulver hergestellt werden. Ja, ich glaube, da habe ich mich gerade wieder verlesen, aber ist ja auch egal, wir wissen alle, was gemeint war. Ah ja, da ist ja noch was. Schon wieder ein wackelndes Auto. Warte mal. Du hast ja eine tolle Hose an, wo gab's denn die? So, und wer jetzt natürlich nicht ganz einen Knick in der Optik hat, sieht, dass da eine Statue steht. Oh, das kann ja hier lustig werden. Ich habe 14 Schuss. Ich versuche mir erstmal hier eine Axt zu organisieren. Man sollte sich immer das schwächste Glied aus der Herde raussuchen. Und ich glaube, das ist der hier. Hast du gesehen, wie viele Typen hier rumrennen? Eieieiei. Naja, du kannst dich hinter Pflanzen verstecken. Gib mir mal die Axt. Ich habe 14 Schuss in der Gun. Da war noch ein Stinker. Weiß gar nicht, ob ich das so schnell schaffe jetzt hier alles. Daher versuche ich mal ein bisschen was hier mit den Schleichangriffen zu reißen. Da hinten sind noch 4 Typen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Was hat er hier Tolles? Auch wieder Schrotmunition. Okay, wir hätten eigentlich da noch 3 Schuss am Start mit den 7 Schuss, die wir in der Schrot haben. Und den anderen 14. Kommen wir auf 21 Schuss. So viele Leute werden hier sicherlich nicht rumrennen. Aber da hier der Stinker ja noch rumrennt, brauche ich ja da auch noch ein bisschen Munition für. Der ist da vorne. Er stinkt vor sich her. So,
So, nach meiner Rechnung habe ich jetzt, glaube ich, 4 Schlüssel geholt in der Folge, oder? 3 in der letzten Folge sind 7 und dann bei der Tankstelle ist die 8. Naja, gut. Ich gehe erstmal zu den Jungs hier vorne, die am All-You-Can-Eat-Buffet hier total Spaß haben. Ich weiß gar nicht. Heute ist doch Mittwoch, oder? Ist bestimmt Happy Hour, deswegen hauen die so rein. Den einen mache ich auf jeden Fall klar, und zwar den Fettsack. Naja, komm her. Hier hau ich die Axt weg, denn du hast ja eine. Für uns, ne? So. Oh, Jungs! Wartet mal. Ja, okay, gut. Das hatte ich eigentlich vor, dass das so klappt. Also, dass es klappt, ist ja echt toll. Nee, weil meine Jungs dann so anders wegballern. Oh, das fetzt ja mit dem Brennen. Das spielt mir ja richtig geil in den Karten. Oh, noch besser geht's ja gar nicht. Der Stinker ist down. Das kommt immer anders, als man denkt, ja. Und das kam richtig gut. Ich wollte mir das eigentlich so einteilen von den Schuss her und zeigen, dass ich auch schleichen kann. Habe ich auch. Aber, naja, gut, wie dem auch sei. Ich werde den anderen Kunden jetzt hier hinten nochmal kurz flankieren. Oh, jetzt hat er mich schon gesehen. Verdammte Axt. Aber irgendwo ist hier noch einer. Ach, der da. Ja, Kopftreffer erhöhen das Denkvermögen, sage ich nur, ne? Hat der eine hier noch was? Tatsache, Schießpulver. Und das müssten jetzt echt alle gewesen sein, oder? Ich könnte natürlich jetzt sagen, das war total geplant, aber es war nicht total geplant, dass ich jetzt nur einen Schuss in dem kleinen schönen Pistölchen, will ich es mal nennen, überhabe. Denn ich zeige euch mal was ganz Tolles. Guckt mal da oben. Die letzte Statue. Also ich die damals gefunden hatte, ja, bin ich hier bestimmt eine Stunde rumgerannt in Juni und habe gedacht, irgendwo müssen die doch so rumstehen, rumhängen, und ich habe dann wirklich angefangen, jede Ecke, jeden Winkel vom Dach mir auszukundschaften, bis ich dann das Teil hier gefunden habe. So, genau, wir haben jetzt 8 von 32. Und wir sind jetzt hier oben bei der Hauptmission, ja? Speicherpunkt Spiegel, nee, da komme ich leider noch nicht rein. Werkbank auch nicht wirklich. Und hier gibt es noch diese ganzen anderen Sachen. Es wäre natürlich echt von Vorteil, wenn jetzt hier ein Speicherpunkt kommen würde. Und da haben wir auch schon einen. Aber wie es weitergeht und ob wir Lilly immer näher kommen und ob wir auf der richtigen Fährte sind, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet trotzdem das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich freuen, könnt mir gerne ein Abo dalassen, ein Däumchen hoch vielleicht oder einen Kommentar, würde ich mich drüber freuen. Ich hoffe, euch gefällt das, wie ich das so mache, und ihr guckt das gerne, wie auch immer. Naja gut, dann bis zur nächsten Folge. The Evil Within 2.